Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei NZZ Stammpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Wie immer Ende Januar blickt die Wirtschaftswelt, aber nicht nur sie, nach Davos. Zum großen jährlichen Stell-dich-ein der globalen Wirtschaftselite. Am Weltwirtschaftsforum Davos, kurz und bündig WEF genannt. Einer der ganz Großen jeweils dort ist heute hier bei uns zu Gast. Es ist der Österreicher Peter Brabeck. Er begann vor 40 Jahren seine Karriere als Glacé-Verkäufer und ist heute Verwaltungsratspräsident und CEO-Konzernchef von Nestlé, dem größten Nahrungsmittelproduzenten der Welt, mit einem Umsatz von rund 100 Milliarden Franken. Als Privatmann kennt man Peter Brabeck als gipfelstürmenden Bergsteiger und Hobby-Gletscherpiloten. Und sein Wunschtraum, sagt er, wäre es gewesen, Dirigent zu werden. Herr Brabeck, herzlich willkommen bei NZZ Stammtisch. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Brabeck, lassen Sie uns zu Beginn vielleicht einen Rollentausch, einen virtuellen Rollentausch vornehmen. Sie wären Journalist. Was würde Sie als Journalist am Weltwirtschaftsforum in Davos interessieren? Ja, ich nehme an, genau das Gleiche, was mich auch als Unternehmer interessiert. Einer der Hauptgründe, warum ich in Davos teilnehme, ist, dass das eigentlich eine einzigartige Möglichkeit ist, die Weltwirtschaft, die weltsoziale und politische Lage abzuhören, so wie ein Doktor eine relativ in kürzester Zeit eine rasche Analyse zu machen über den Zustand der Welt heute. Alle Themen werden besprochen, ob die sind jetzt politisch, sozial oder ob die Umweltthemen sind. Und nach 3-4 Tagen haben Sie doch ein gutes Gefühl, wo steht heute diese Welt, was sind die wichtigsten Probleme, die es gibt. Und dann sehen, wie Sie sich einmal zunächst hier anpassen können. Der zweite Punkt ist einfach diese unglaublich großartige Möglichkeit, innerhalb von kürzester Zeit die Vertreter der Weltpolitik zu treffen. Das gibt einem Unternehmer sehr viel Zeit, wenn Sie sich vorstellen müssen. Normalerweise, wenn wir einen Präsidenten eines Landes treffen wollen, müssen wir dorthin reisen, bis es dann zu dieser Sitzung kommt. Das ist ganz ein anderes Umfeld, als wenn Sie sich hier in einem ganz kleinen Raum irgendwo in Davos für eine 20 Minuten treffen und Ihre Probleme mit dem besprechen. Und der dritte Punkt ist sicherlich der mehr aktive Punkt, dass Sie gewisse Probleme, die für Sie prioritätisch sind, die dort auch anfangen zu versuchen zu lösen oder zumindest Szenarien zu skizzieren und so weiter, so wie das zum Beispiel in unserem Fall im Falle des Wassers ist. Also vor 2 Jahren, als ich das erste Mal Wasser in Davos gesprochen habe, wurde ich fast als ein Dinosaurier bezeichnet und angeschaut, und die Leute verstanden nicht, warum ich über Wasser sprich. Heute, und ich glaube, das Programm zeigt es ja, ist Wasser anerkannt als eines der großen, vielleicht meiner Meinung nach das größte Problem, das wir heute auf der Welt haben. Also ich glaube, in der Beziehung ist einfach Davos ein idealer Ort für diese verschiedenen Anliegen, die man hat. So reizvoll es wäre, Herr Brabeck, ein Rollenpausch zu bleiben, so für mich mal ein paar Tage CEO von Nestlé zu sein. Wir wechseln wieder die Rollen. Okay. In meine Journalistenrolle, und Sie bleiben CEO von Nestlé. Wenn ich meinem Chefredakteur sagen könnte, wenn er fragen würde, was wäre deine Wunschreportage in Davos, dann würde ich sagen, ich möchte mal einen Mann, so wie Peter Brabeck, einen Tag lang begleiten können, eine Langzeitbeobachtung. Ja. Was würde ich so erleben? Sie machen das jetzt viele Jahre. Was würde ich sehen? Also nehmen wir den Freitag. Sie würden mit mir um 6.30 Uhr aufstehen. Wir haben um 7.30 Uhr das Nestle-Frühstück, wo wir jedes Jahr ungefähr 70 Leute, spezielle Leute, einladen zu unserem Frühstück. Dieses Jahr ist das Thema die Frauen, Frauen in der Wirtschaft. Warum glauben wir, dass wir mehr Frauen in der Wirtschaft brauchen? Das hat zu tun mit der Gesellschaft. Ich glaube, die Gesellschaft ist im Wandel, zum Beispiel, dass mehr die weiblichen
Moralitäten in der Gesellschaft stärker ausgedrückt werden. Daher glauben wir auch, dass wir die brauchen. Wir haben dazu eingeladen 7 Sprecher von der ganzen Welt, die jeder 5 Minuten darüber sprechen wird. Und dann ist anschließend in diesem Frühstück eine allgemeine Diskussion. Mit dem fangen wir an. Dann anschließend würden Sie mich begleiten zum Plenarium, wo wir über Wasser sprechen und den Einfluss der Wasserknappheit in der Zukunft für Wirtschaft, aber auch auf der sozialen Seite, Wasser als Menschenrecht, wie wichtig das ist und so weiter. Dann anschließend haben wir Mittagessen. Dieses Mal würden wir wahrscheinlich mit der französischen Regierung Mittagessen, wie ich das sehr oft mache. Anschließend würden wir wahrscheinlich in eine Sitzung des World Economic Forum gehen, wo ich im Mitglied des Foundation Boards bin. Die dauert dann bis ungefähr um 5 Uhr. Dann anschließend würden wir in die nächste Sitzung gehen, eine nicht Plenarium, sondern eine mehr spezialisierte Sitzung, wo wir über Landwirtschaft sprechen und vor allem auch den Einfluss der Rohmaterialienpreise und so weiter und was sich auf diesem Sektor abspielt, wie stark ist die Biokraftstoffe verantwortlich für die Inflation der Lebensmittel. Dann anschließend würden Sie mit mir wahrscheinlich zum Cocktail kommen von den Amerikanern und dort die Amerikaner dann kennenlernen. Dann würden wir schnell rüberlaufen. Coca-Cola hat noch um 8 Uhr einen Cocktail und dann zum nächsten Abendessen und um 10.30 Uhr würden wir uns dann treffen mit den Schweizer Journalisten zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr zu einem Gespräch mit mir, mit diesmal nicht nur 2, sondern mit allen Schweizer Journalisten. Das gibt uns dann 11.30 Uhr und dann am Abend und dann würden wir wahrscheinlich beim Zuhause gehen, noch einmal schnell an der Bar vorbeischauen und vielleicht ein Bier trinken und dann um 12 Uhr wäre es wieder vorbei und um 6.30 Uhr fangen wir wieder an. Bei diesem dichten, gedrängten Programm, sind da effektiv substanzielle Gespräche möglich? Ja, ich glaube absolut. Ich meine, die sind sogar sehr wichtig und diese großen, also die plenarischen Diskussionen, die helfen dann als Grundsatzgespräch, um dann anschließend natürlich diese Themen weiterzutreiben. Ich sagte ja schon einmal, als ich damals das erste Mal über Wasser gesprochen habe, natürlich in diesem ersten Gespräch sind wir dann nicht in die Tiefe gegangen. Aber das Gespräch hat dann provoziert, dass dieses Thema weiter gestreut ist. Heute haben wir in dieser WEF haben wir jetzt 7 Sitzungen über das Thema Wasser, aus den verschiedensten Blickwinkeln heraus. Das müssen Sie immer etwas im Zeitraum sehen. Wir haben jetzt geschafft, öffentliche und private Partnerschaften über das Wasser hin, wo wir heute die großen Multinationalen mit NGOs gemeinsam arbeiten und versuchen, einige Probleme des Wassers zu lösen. Also kann man so sagen, das WEF ist für Sie jetzt als Manager, als Verantwortlicher für einen großen Konzern, auch eine Art Laboratorium für neue Ideen. Also Sie testen dort auch ein bisschen, findet dieses Thema Anklang? Ja. Gibt es so etwas wie einen Grundkonsens, dass das wichtig sein könnte und von dort an fängt dann eigentlich eine Diskussion? Ich würde sagen, beides, also beidseitig. Mhm. Auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, abhören einmal. Mhm. Was denkt die Welt, wo glaubt die Welt, die großen Probleme sind? Und wenn ich davon überzeugt bin, dass wir etwas haben, das auch für die Welt wichtig ist, ist das natürlich eine gute Plattform, um dieses Thema mal vorzubereiten. Das ist natürlich eine Kritik, die man vor allem in den letzten Jahren immer wieder gehört hat, bezogen jetzt auf die Aussage, die Welt ist nicht ein bisschen die Frage, ist das die Zusammensetzung des WEFs wirklich repräsentativ genug, um diese Welt abzudecken? Sie als da können Sie ewig lang diskutieren. Ja. Ich glaube, wenn Sie sich die Zusammensetzung anschauen, dann haben Sie ungefähr 40% aus der Wirtschaft, haben ungefähr 30% aus der Politik und ungefähr 30% sind NGOs, Universitäten und so weiter und so fort. Das WEF kann meiner Meinung nach nicht in Anspruch nehmen, dass es eine Weltvertretung ist. Ja, also ich glaube, das wäre falsch. Es ist ja keine demokratische Institution. Aber wenn Sie sich jetzt die Spezialisten aus diesen verschiedenen Gebieten anhören, dann haben Sie doch ein Gefühl zumindest, was auf der Welt besteht.
Also ich glaube, in der Beziehung ist das sicherlich eine einmalige Institution. Und ich glaube, die Schweiz sollte sehr stolz sein, dass sie diese Institution bei sich hat. Jetzt ist eines der ganz großen Themen zurzeit, und das ist natürlich jetzt, wird auch an diesem WEF dieses Jahr wird diskutiert, das ist die konjunkturelle Entwicklung, die Weltkonjunktur. Ja. Gleitet Amerika in eine Rezession ab? Was würde das bedeuten? Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Wissen Sie, ich bin wie die Ökonomisten. Auf der einen Seite könnte ich Ihnen erklären, warum ich glaube, es kommt zu keiner Rezession. Und auf der anderen Seite würde ich auch alle Argumente finden, die zu einer Rezession führen können. Ja, man würde sich freuen, dass man mal eine Stimme hört, die sagt, es gibt keine Rezession. Nein, ich glaube, da gibt es genug Leute, die auch davon überzeugt sind, dass es nicht unbedingt zu einer Rezession kommen muss. Mhm. Ich glaube, wenn Sie sich da anhören, führende Wirtschaftswissenschaftler, die sind der Meinung, dass die USA an einer Rezession vorbeikommen kann. Mhm. Ich bin aus Natur sehr optimistisch. Aber was für mich natürlich viel wichtiger ist, ich bin ja kein Wirtschaftswissenschaftler, für mich ist es die Entscheidung, welche Auswirkungen hat die Wirtschaftslage auf mein Geschäft? Ja? Wie muss ich mich vorbereiten auf unser Geschäft? Wir hatten ja 2007 ein sehr gutes Jahr. Ich kann darüber nicht im Detail sprechen, weil wir erst unsere Ziffern im Februar offizialisieren. Aber ich glaube, die 9-Monats-Ziffern haben mir gezeigt, dass eigentlich Nestlé wirklich ein sehr gutes Jahr hatte. Und für uns ist jetzt wichtig, dass wir uns vorbereiten auf ein Jahr, das wahrscheinlich etwas schwieriger sein wird. Aber wir sind trotzdem der Meinung, und dass wir auch im Jahr 2008, auch in der schwierigen Wirtschaftslage, wiederum das Nestlé-Modell unseren Aktionären liefern werden. Das heißt also, dass wir auch in der schwierigen Wirtschaftslage zu einem Wachstum kommen werden, organischem Wachstum von 5-6%. Und außerdem noch einmal unsere Margen verbessern können. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass in unserem Geschäft natürlich die Weltwirtschaftslage wichtig ist, aber noch wichtiger ist, was wir intern gemacht haben. Welche Innovationen können wir auf den Markt bringen? Welche Erneuerungen von Produkten? Ja? Und da hier haben wir einen guten Stall von Erneuerungen, die wir nächstes Jahr auf den Markt bringen und die mich eigentlich bekräftigen, dass es für Nestlé 2008 wieder ein gutes Jahr sein wird. Aber Sie sagten doch, wir müssen uns darauf einrichten, dass es wieder schlechter sein wird. Für, ja. Wenn Sie dem Laien das erklären würden, also wie richtet man sich darauf ein? Was heißt das für Sie konkret für Nestlé? Also wir gehen da ganz systematisch durch die verschiedenen Punkte, die wir haben. Das ist einmal zunächst der erste Punkt, ist der demografische. Ja? Demografisch schaut sehr gut aus, weil die Weltbevölkerung weiter wächst. Dort, wo das Wachstum der Weltbevölkerung ist, wächst auch der Lebensstandard, das heißt das Einkommen der Bevölkerung. Das heißt, der Großteil der Menschen wird selbst mit einer Rezession in den USA besser leben in 2008 wie in 2007. Das ist Demografie. Ja? Also das ist einmal positiv für uns. Nicht? Der zweite Punkt ist dann Rohmaterialien. Wieso lebt der Großteil der Menschen besser trotz Rezession? Weil die Rezession auf die USA bestellt ist und die USA sind... Ach so, ja, ich verstehe. Wir leben nicht alle in den USA. Ja. Okay. Ich meine, der Großteil der Menschheit lebt in den Entwicklungsländern, in Asien, in China, in Indien. China und Indien wird weiterhin ein sehr gutes Wachstum haben. Ja. Der wird vielleicht nicht 12% wachsen, wird nur 9% wachsen, aber 9% ist immer noch gutes Wachstum. Ja? Ist klar. Das Gleiche ist in Afrika, das Gleiche ist in Lateinamerika. Also der Großteil der Bevölkerung wird von dieser Rezession im 2008 nicht angebiert. Also daher für uns, wir haben ja die 6,5 Milliarden Menschen als Konsumenten und nicht nur die 216 Millionen in den USA. Ja? Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Rohmaterialien. Die Rohmaterialien-Situation, wir haben die vor mehr wie 2 Jahren, als noch niemand darüber gesprochen hat, haben wir damals gesagt, vorsichtig, wir gehen in eine Situation, wo die Lebensmittelrohmaterialien, die werden steigen, und zwar sehr stark, aus 2 Gründen heraus. Der eine Grund ist die Essensgewohnheitenveränderung in den Entwicklungsländern, wo sie mehr und mehr
von Getreiden übergehen zu Fleischkonsum. Und für Fleischkonsum brauchen sie 10-mal so viel Getreide wie für einen Getreidekonsum. Also wenn die Chinesen jetzt nicht mehr nur Reis essen, sondern Reis mit Huhn, mit Schwein oder mit Ding, dann hat das einen riesigen Einfluss auf die Nachfrage nach Getreide. Und damit auf die Preise. Und zudem kommt der politische Druck jetzt, sowohl in den USA wie auch hier in Europa, dass wir Lebensmittel für die Biofuels verwenden. Und damit kommt also es zu einer Knappheit. Vielleicht Mais, um das Benzin herzustellen. Also 138 Millionen Tonnen von Mais in den USA allein werden im Jahr 2008 verwendet, um Bioethanol herzustellen. Ja? Und das sind natürlich riesige Mengen. Und das kommt jetzt dazu als dritter Sektor, dass uns das Wasser ausgeht langsam. Ja? Also große Flüsse, wie der Yellow River zum Beispiel, die Situation der Wasser in Indien, führen dazu, dass heute Indien wieder Getreide einführen muss. Nachdem es jetzt jahrelang ein Exporteur war, muss wieder Getreide einführen, weil nicht genügend Wasser zu vorhanden ist. So ähnlich schaut es in China aus. Und so ähnlich fängt es auch an, auszuschauen in gewissen Teilen in den USA. Und daher kommt es jetzt zu einem Wettbewerb zwischen dem Bioethanol und den Lebensmitteln. Ja? Und in dem Sinn wird es auch im 2008 weiterhin zu einem Anstieg vor allem der Getreidepreise kommen, also Getreide, Soja, Korn und so weiter kommen. Also das ist für uns natürlich wichtig, weil da Als wenn Sie mich fragen, wie wir so ein Jahr vorbereiten. Ja. Das heißt also, wir müssen uns jetzt zum Teil abdecken. Wir versuchen, wie viel können wir hedgen, wie viel können wir vorauskaufen und so weiter, damit wir die Kosten dieses Jahres in den Griff bekommen. Ja. Und so geht das dann einfach durch die ganzen Kostenpunkte und die Sinkpunkte und so weiter. Jetzt lassen Sie mich vielleicht trotzdem noch mal schnell zurückkommen, auch wenn ich spüre, dass Sie vertreten Nestlé natürlich, aber Sie sind ja auch noch Verwaltungsrat bei der Credit Suisse, also einer großen Schweizer Bank, die zwar nicht ganz so stark bis jetzt, was wir wissen, von dieser Subprime-Krise in den USA betroffen ist, aber nichtsdestotrotz, was da geschehen ist, nicht, dass da diese enormen Summen, die man jetzt da abschreiben muss aufgrund fauler Kredite, Sie als Manager, können Sie das nachvollziehen, also letztlich auch ein bisschen diese Leichtfertigkeit, mit dem hier auch Kredite gewährt worden sind und letztlich die Risiken, die dahinter stehen, diversifiziert wurden im Glauben, dass man dann eben die Risiken minimiert und jetzt eigentlich der Kollateralschaden sehr viel größer ist? Also ich spreche hier als CEO von Nestlé und nicht als Verwaltungsrat von der Bank. Ich meine, ich habe in meinem Leben schon öfter gesehen, dass die internationalen Banken aus welchen Gründen auch immer wieder in Situationen hineinkommen, die für einen normalen Unternehmer nicht ganz verständlich sind. Also ich habe erlebt in den 70er Jahren und den Anfang der 80er Jahren, da sind die jungen Bankmanager nach Lateinamerika kommen und haben jeden, der auf der Straße wollte, ungefähr einen Kredit angesprochen und gesagt, also du musst unbedingt einen Kredit haben und so weiter, ob du ihn brauchst oder nicht brauchst und so weiter. Und das hat funktioniert, bis dann die Blase gebrochen ist und dann haben wir das große Problem, lateinamerikanische Krisenproblem gehabt. Ich habe das auch in der Schweiz gesehen, als wir in der Schweiz das Problem hatten mit den, wir haben es hier nicht Subprime genannt, wir haben es einfach Hypothekar, der damals, so viel ich mich noch erinnere, 55 Milliarden Schweizer Franken gekostet hat, nur die Schweiz alleine. Ja? Und eigentlich ist da nichts anderes passiert, was jetzt im Subprime passiert in den USA. Aber das ist ja nicht erschütternd, dass man offensichtlich auf Schaden nicht klug wird. Ja, da hat es wahrscheinlich damit zu tun, ein bisschen mit dem System zu tun. Und das ist wahrscheinlich ein großes Problem. Was meinen Sie damit? Mit dem Bankgeschäft und was meinen Sie mit dem System? Ja? Ich meine, in dem System haben Sie irgendwie eingebaut, dass Sie, wie im Internet-Bubble, wiederum, ja,
Die Internetblase. Die Internetblase, nicht? Wenn Sie einmal zu einer Blase kommen, ja, dann füllt sich die eigentlich selbst auf. Und damit hat zu tun, ehrlich gesagt, nicht nur die Banken, da haben zu tun Pensionskassen zum Beispiel, ja. Weil die geben mir das letztlich auch das Geld für diese Sachen. Die investieren ja auch in diese Sachen. Und warum? Weil sie dann, zum Beispiel nehmen wir jetzt Pensionskassen her, weltweit, diejenigen, die Pensionskassen führen, die bekommen ihren Bonus, wenn sie in ihrem Investment ein Outperformen haben gegenüber den anderen. Ja? Jetzt, wenn die Internetaktien so gut gestiegen sind, was machen Sie als Pensionskassenverantwortlicher? Sie investieren dort. Aber weil Sie dort investieren, wird der Wert wieder höher. Der Wert wird höher, das heißt, wenn Sie nicht wieder investieren, verlieren Sie das Ranking gegenüber Ihrem Partner, verlieren Ihren Bonus. Ja? Und das geht so lange, bis das Ganze einfach explodiert. Also, muss man das gewissermaßen als Naturgesetzlichkeit in Kauf nehmen? Ja, ich glaube, hier ist ein Systemfehler. Ja? Also das heißt konkret, man müsste eigentlich diese individuelle Entlöhnungskomponente lösen, eigentlich von der direkten. Also ich bin der Meinung, dass es vor allem auf dem Gebiet von Pensionskassen in der Entlöhnung eine andere Situation geben müsste. Man müsste meiner Meinung nach sagen, dass man sagt, also es muss eine gute Rendite geschaffen werden, aber ich sollte keinen Bonus zahlen, weil der eine Pensionsmanager ein halbes Prozent mehr rausschindet aus seinem Ding als der andere. Aber dafür dann diese Risiko eingeht. Mhm. Jetzt haben Sie natürlich das Problem, die werden sagen, ja, aber wir sind da kein Risiko eingegangen, weil das waren alles AAA-Papiere. Nicht? Das ist dann die Antwort. Ja, ja. Ja? Ja gut, aber da kommt eben wiederum das System dazu, nicht? Und dann kommt es zu diesem System, dass sie einfach gezwungen sind, mitzumachen. Mhm. Bis die Blase dann bricht. Mhm. Ja. Und wenn man sagen würde, also die Aufgabe eines Pensionsfonds ist nicht unbedingt, das Investment zu maximisieren, ja, sondern langfristig zu optimisieren. Mhm. Und ich würde die Verantwortlichen damit bezahlen. Ja. Dann wäre das vielleicht anders. Mhm. Ja. Aber Sie sind da ein ziemlich einsamer Rufer in der Wüste, oder nicht? Nein, weil ich mir auch bewusst bin, dass das in der Theorie einfach klingt, aber in der Praxis dann eben wieder anders ist. Ja. Weil Sie dann natürlich, wenn Sie diese Fondsmanager brauchen, die natürlich, wenn Sie zur Pensionskasse kommen, die gleiche Möglichkeit haben wollen, Geld zu verdienen, als wenn sie bei einem Private Banker sind oder wenn sie woanders sind. Ja? Und da sind wir immer wieder zurück. Aber wenn Sie sich anschauen, ich meine, auch hier in der Schweiz, wenn Sie sich anschauen, wie viel ein Fondsmanager von einer Pensionskasse verdienen kann und verdient, von dem man natürlich nicht viel spricht in der Öffentlichkeit, ja? Aber dann werden vielleicht einige Saläre von Spitzenmanagers relativiert, würde ich sagen. Ja? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Sprechen wir über ein anderes großes Thema, das ist das Klima. Ja. Klima ist auch am WEF wieder ein Thema, die Klimaveränderung, die Angst vor der Klimaveränderung. Teilen Sie diese Besorgnis? Ist das Klima bedroht? Kippt es? Also wissen Sie, wir müssen einmal von einem ausgehen. Das Klima ist nie stabil, war nie stabil und wird nie stabil sein. Okay? Das ist einmal der erste Punkt. Also diese Annahme oder fast diese Herausforderung, die man sich jetzt stellt, zu sagen, wir Menschen werden das Klima jetzt stabilisieren, finde ich persönlich etwas präpotent. Ja? Weil ich glaube, nach 4 Milliarden Jahren hat sich das Klima verändert und in den nächsten 4 Milliarden Jahren wird sich das Klima verändern, mit uns, ohne uns und so weiter und so fort. Ja? Die Frage ist natürlich, ob wir jetzt nicht einen Prozess sind, in dem wir das Klima eben doch in einer Art und Weise durch unser Verhalten verändern. Das ist natürlich die Frage. Und die Antwort ist meiner Meinung nach, dass wir sicherlich einen Einfluss haben. Ja?
Und zwar allein dadurch, dass wir heute 6,5 Milliarden Leute sind und dass wir in den nächsten 25 Jahren 9 Milliarden Leute sein werden. Und die 9 Milliarden Leute allein durch ihr Bestehen, ja, schon natürlich einen Einfluss haben auf unsere Welt. Und dann noch dazu, durch unsere Art und Weise, wie wir leben, das natürlich noch mehr beeinflussen. Also deswegen sage ich, ich will nicht sagen, dass wir keinen Einfluss auf das Klima haben. Natürlich haben wir einen Einfluss auf das Klima. Aber ob jetzt dieser menschliche Einfluss der Hauptverantwortliche für das Klima, für den Klimawachsen ist, das stelle ich immer noch in Frage. Ja? Dass wir einen Einfluss haben, ist keine Frage. Aber es ist für mich fast rhetorisch, denn ganz gleich, ob Klima oder nicht Klima, wo ich absolut einverstanden bin, dass wir versuchen müssen, mit unseren Rohmaterialien effizienter umzugehen. Ja? Und da zu den wichtigsten Rohmaterialien gehört heute immer noch das Öl. Ich meine, ganz gleich, ob das jetzt einen Einfluss hat aufs Klima oder nicht, wir müssen effizienter werden in der Art und Weise, wie wir mit der Energie umgehen. Wenn Sie sagen wir, ich meine, Sie sind ein Weltkonzern, der sicher enorm viel fossile Energien und Öl verbraucht. Was machen Sie konkret? Was macht Nestle konkret auf diesem Gebiet? Also wir haben seit Jahren zum Beispiel auf der Energieseite eine ganz transparente Projekt, das wir auch immer wieder veröffentlichen, in unserem Jahresbericht außerdem, wo wir durch verschiedensten Möglichkeiten die Energiebenutzung zurückbringen. Wir haben im Prinzip drei große Themen bei uns. Das eine ist Wasser, das Wichtigste. Also wir haben zum Beispiel den Wasserverbrauch pro Tonne produziert. Wir kommen auf das Thema Wasser noch speziell zurück. Also Wasser ist das Erste bei uns, zweites Luft und drittes Energie. Ja? Und da hier haben wir zum Beispiel die Einführung von Co-Energie. Ja, die Einführung in Brasilien damals, als wir zum Beispiel Holz verwenden anstelle von Erdöl in den Beheizungen. Wir verwenden den Sud vom Kaffee als Brennstoffe und so weiter. Und wir machen eine Ökobilanz jedes Jahr, die veröffentlicht wird und die auch von unseren KPMG, also von unseren Auditoren, auditiert wird. Also wir machen noch große Anstrengungen in der Beziehung. Jetzt einfach ganz ein banales Beispiel, Nespresso, ein Produkt Ihres Hauses, ein großer Erfolg ja nach Jahren Entwicklung. Die kleinen Kapseln gibt es ja in verschiedenen Modellen. Jedermann trinkt das heutzutage. Als das gekommen ist, hat man sich intuitiv gefragt, ist das eigentlich sinnvoll, dass man, ich meine, früher hat man einfach das Kaffeepulver genommen, hat das aufgebrüht und getrunken. Es war vielleicht nicht ganz so gut, wie vielleicht jetzt der Nespresso schmeckt, aber von der eben auch wieder vom Ökologen her gedacht, sind natürlich auch solche Produktinnovationen, haben ja letztlich auch klimawirksame Komponente. Und die Frage ist ja schon, ist Innovation in diesen Gebieten auch immer Innovation im Sinne des Klimas gedacht? Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist Innovation im Sinne des Klimas gedacht, aber darf ich Ihnen was anderes zeigen? Ja? Ihr Beispiel. Die alte Art und Weise, wie man Kaffee gekocht hat. Ja? Das heißt, es wurde eine Kanne Kaffee in der Familie gemacht. Und das war weltweit so die Art und Weise. Die hat dazu geführt, dass 25% des ganzen Kaffeeumsatzes im Abfallwasser gelandet ist. Ja? Weil Sie genau wissen, das wurde in der Früh gekocht, jeder hat sich seine Tasse und was übrig geblieben wird, wurde weggeschützt. Und 25% des Kaffeekonsums der Welt ging in das Abwasser. Mit der Kapsel verwenden Sie nur genau das, was Sie brauchen, und es geht nichts ins Abwasser. Also selbst von dem Punkt aus ist es weit effizienter als zum Beispiel der alte Verbrauch. Ja, was den Kaffee anbetrifft, aber ich meine die Kapselherstellung. Sie müssen ja den Kaffee zuerst einmal produzieren, Sie müssen dann transportieren, Sie müssen verschiffen. Also wenn Sie jetzt sprechen, Sie haben gesprochen von CO2-Ausstoß und so weiter, ist das bei Weitem effizienter, als wenn wir einfach den Kaffee so benutzen wie vorher. Also. Und dann haben Sie natürlich die große Frage der Qualität. Ich meine, warum füllen wir den Kaffee in eine Kapsel? Weil wir ihn dort in einem Vakuum
bestens aufbewahren, sodass er seine ganze Qualität behält, was sie in einem offenen Sack nicht haben. Ich glaube, die Frage ist ja weniger, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern das ist ja letztlich, eben, das ist eine Produktinnovation, die hat ja einen Grund, warum man das macht. Nicht? Eben, ja. Aromasicherheit, praktisch, kein Qualität. Sie wollen eine bessere Qualität haben. Die Frage ist ja einfach, ob eben auch diese Entwicklung, das ist ja die Diskussion, sollen die Chinesen Auto fahren oder die Inder jetzt nicht mit ihrem neuen Auto? Alle sollen sie nicht fahren? Genau. Und warum dürfen wir in Italien einen Fiat 500 einführen? Ja? Und die Inder haben nicht das Recht, einen Cinquecento in Indien einzuführen. Ja, natürlich, völlig einverstanden. Nur die Frage ist ja einfach, ist dann diese Klimadiskussion irgendwo nicht auch ein bisschen, ich sage jetzt vielleicht ein hartes Wort, scheinheilig, weil man ja letztlich genau weiß, dass natürlich dieses Wachstum, das Sie ja vorher auch mit der Demografie beschrieben haben, dazu führt, dass Produkte mehr nachgefragt werden, die halt in Gottes Namen auch... Also Sie kennen, wissen Sie, das erinnert mich an die große Diskussion mit dem Club von Rom, ja? Die ja damals Europa in eine Rezession geführt hat. Mhm. Ja? Und wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir mit dieser Klimadiskussion nicht noch einmal diesen Fehler machen, den wir vom Club von Rom gemacht haben. Der Club von Rom wollte uns doch ganz klar machen, dass wir zum Nullwachstum kommen müssen, wenn Sie sich erinnern. Ja? Als Biologe würde ich sagen, wenn Sie aufhören zu wachsen, fangen Sie an zu sterben. Das ist Biologie. Okay? Daher ist für mich die Idee eines Nullwachstums absolut nicht akzeptabel. Solange wir haben eine Demografie, die weiter wachsen wird, die Leute müssen weiter essen, die Leute wollen ein besseres Leben und haben ein Anrecht auf ein besseres Leben zu haben. Und ich sehe absolut nicht ein, warum die das nicht haben sollten, nicht haben dürfen. Ja? Was ich deshalb vorher gesagt habe, was ich verstehe, und wo ich auch vollkommen einverstanden bin, dass um dieses Wachstum weiterhin zu ermöglichen, wir auf der Energieseite effizienter sein müssen. Ja? Deswegen ist für mich die ganze Diskussion Klima nur Klima, das ist nicht für mich das Wichtigste. Für mich das Wichtigste ist, um überhaupt dieses Wachstum aufrechterhalten zu können, müssen wir energieeffizienter werden. Und dort sollten wir das Geld einsetzen. Dort sollten wir wirklich die Innovation machen. Und dort wird ja auch kommen, weil das Problem der Energie dieser Welt ist lösbar. Ja? Das ist keine Frage. Aber nur müssen wir uns dort konzentrieren. Sie haben ja, von Ihnen stammt der Satz, verglichen mit dem Klimawandel ist die Wasserkrise weitaus beunruhigend. Damit kommen wir aufs Thema, wo ich Sie vorhin unterbrochen habe. Mal ganz kurz gesagt, das ist ein Thema, das Sie ausgesprochen forcieren. Sie haben es vorhin gesagt, Sie haben vor 2 Jahren in Davos das erste Mal aufs Tapet gebracht. Mittlerweile spricht man vermehrt darüber. Ganz simpel gefragt, was ist unser Problem mit dem Wasser? Wenn man hier in Europa lebt, hat man ja den Eindruck, da hat es ja Wasser zur Genüge. Oder man hat Schnee, man hat Eis, es hat Regen. Man findet die vielen tausend Flaschen, die Sie in die Gestelle stellen, in den Supermärkten. Wasser kein Problem. Und doch ist es ein Problem. Ja, das ist immer das Schwierige an diesem Thema, weil wenn wir natürlich an einem regnerischen Tag in der Schweiz sprechen oder in Deutschland, der Bauernverbund hat mich eingeladen nach meinen Aussagen und will mit mir jetzt da über Wasser sprechen und so weiter, dann ist das immer schwierig, wenn das an einem regnerischen Tag in Europa ist. Ja. Das Thema spricht sich dann gleich anders aus, wenn Sie im Punjab sitzen zum Beispiel und mit unseren Bauern, die dort die Milch für uns produzieren, mit denen sprechen. Ja. Und die sprechen, und wir haben sogar die Videoaufnahmen, als wir mit ihnen waren, wenn Sie diese Leute fragen, was ist Ihr Hauptproblem, dann wird ihnen sagen, Wasser. Und die bohren jetzt in jedem Dorf tiefer und tiefer und tiefer und tiefer, um zu Wasser zu kommen. Wir bohren in den Schulen, damit die Schulen überhaupt Zugang zu einem Wasser haben, geben wir ihnen Brunnen und so weiter. Jetzt gehen Sie, das ist in Punjab, das ist einer der großen Kornkammern der Welt. Jetzt gehen Sie nach Libyen. In Libyen nehmen wir die Millionen alten fossilen Wasservorräten in der Mitte von der Sahara und pumpen die in einer 7,5 Meter Durchmesser, die größte Pipeline der Welt, der Man-Made River, okay, pumpen die mitten aus der Sahara in den Norden von Libyen, um dort zu bewässern. Diese fossilen Vorkommen, diese riesigen fossilen Vorkommen des Wassers, die vergleichbar sind mit denen des Erdöls,
Da gibt es drei große Becken. Eines ist in der Midwest von den USA, der andere ist in Punjab, der andere ist in China. Diese und in der Mitte von der Sahara, die tun wir heute exploitieren, die werden nicht nachgefüllt. Und dort gehen die Wasserpegel zurück. In Peking geht der Wasserpegel zurück, über 1,5 Meter pro Jahr. Und der Yangtze River bringt heute schon monatelang keinen Tropfen mehr Wasser in das Meer. Und ja? Was ist denn die Lösung, damit das wieder besser wird, dass in Punjab wieder die Leute Wasser haben? Ja, das Problem ist folgendes. Das Problem ist, wenn Sie sich den Wasserverbrauch anschauen, ja, dann sind wir heute ungefähr bei 9.000 Kubikkilometer an Wasserverbrauch und wir haben eine theoretische Auslastungskapazität auf der Welt von ungefähr 12. Das Hauptproblem ist, dass diese 12 nicht überall nutzbar sind. Also wenn die großen sibirischen Flüsse fließen, ja, dann hilft mir das in Punjab leider nichts. Also verstehe ich Sie recht, an sich die Menge wäre genügend, die Menge wäre aber genügend die hier, stimmt aber die Verteilung nicht. Stimmt damit nicht. Das ist einmal das erste Problem. Ja? Also da haben wir schon einmal ein Problem. Das zweite ist, dass wir jetzt mit den Bioethanol anbauen, von 9 Milliarden auf 11 Milliarden ansteigen und damit an die echte Grenze schon kommen, des richtig Verfügbaren. Jetzt ist das nicht nur nicht da, sondern zweitens werden wir nicht genügend Wasser haben. Sie brauchen für einen Liter Bioethanol 4.000 Liter Wasser. 4.000 also um einen Liter Bioethanol herzustellen, das muss man klar sagen, braucht man 4.000 Liter Wasser. 4.000 Liter Wasser. Um den Mais zu... Um den Mais zu anzubauen. Um 4.000 Liter Wasser. Jetzt, warum können Sie 4.000 Liter Wasser benutzen? Warum? Um einen Liter Ethanol herzustellen. Weil das Wasser keinen Wert hat. Wenn das Wasser einen Wert hätte, dann könnten Sie das nicht machen. Also einen Wert hat und deshalb sagen Sie, das Wasser muss einen Preis bekommen. Das Wasser braucht einen Preis. Ja? Und das ist nicht so absurd. Ich verstehe absolut und bin vollkommen einverstanden, dass das Wasser auch ein Menschenrecht ist. Ja? Und dass wir dieses Menschenrecht den Menschen auch zur Verfügung stellen müssen. Aber wir sprechen hier von 20 Liter mindestens bis zu 50 Liter Komoot, das der Mensch braucht, um normal leben zu können. Dieses Wasser müssen wir sicherstellen, dass das für jeden Menschen auf der Welt zugänglich ist. Aber das ist der kleinste Tropfen von dem, was wir benutzen. Der große Teil, 90% der Wasserbenutzung geht in die Landwirtschaft. In Spanien zahlen die Bauern 2% des echten Wertes des Wassers. Okay? Wenn dieses Wasser echten Wert hätte, dann hätten wir nicht diesen Anbau. Aber wir hätten eine Preisexplosion der landwirtschaftlichen Güter. Ja gut, aber wir werden die Preisexplosion jetzt haben, weil wir dieses Wasser eben nicht für die landwirtschaftlichen Güter benutzen, sondern für Bioethanol benutzen. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir jetzt in diese Inflation von den Lebensmittelpreisen kommen. Also deswegen bin ich der Meinung, dass Wasser selbst kurzfristig, also wenn wir jetzt kurzfristig sprechen, sprechen wir von den nächsten 10 bis 15 Jahren, das größte Problem für die Menschheit ist, das Klimaproblem ist vielleicht auf 100 Jahre hin, ich will das nicht diskutieren zu viel oder wenig, aber für mich das Wasserproblem ist ein Problem kurzfristig für die Menschheit das größte Problem und wird durch diese Bioethanol-Krise noch beschleunigt. Finden Sie denn mit diesem Thema, Sie haben gesagt, Sie haben das vor 2 Jahren am WEF das erste Mal wirklich so ein bisschen breiter thematisiert, finden Sie oder haben Sie das Gefühl, Sie finden da auch Gehör jetzt von Regierungsstellen beispielsweise, dass Sie eben sagen, ja, wir sehen das, wir wollen auch Ich glaube, Sie haben es gesehen auf dem WEF. Also ich habe schon mal gesagt, wir haben heute 7 verschiedene Sitzungen nur über das Wasser. Wir haben eine Public-Private-Partnerschaft aufgebaut. Wir haben heute sowohl NGOs als auch Regierungen und internationale Gesellschaften gemeinsam mit. Wir sind heute Pepsi-Cola, Coca-Cola, aber auch andere Firmen. Danone, Unilever sind heute alle zusammen und verstehen, dass das ein Problem ist, an das wir einmal herankommen müssen und versuchen müssen, hier zu helfen.
Und Hilfe gibt es. Ich meine, wenn Sie sich vorstellen, ich gebe Ihnen zwei, drei Beispiele. Zwischen 30% und 70% des ganzen Wassers, des Trinkwassers geht verloren, weil die Infrastruktur nicht gut genug ist. Ja? Also selbst in London, und das hat nichts zu tun nur mit Entwicklungsländern, in London 30% des Trinkwassers versickert, weil die Leitungen nicht gut genug sind. Also wir haben Infrastrukturprobleme, die gelöst werden können. Wir haben Bewässerungssysteme. Israel hat uns das als erstes Land gezeigt, wie sie mit Wasser verantwortlich umgehen können. Ja? Und nicht einfach mit den alten Bewässerungskanälen, die wir heute noch in vielen Teilen haben, die sind 2.000, 3.000, 4.000 Jahre alt. Ja? Und wir bewässern weiterhin so, als ob das Wasser für immer und für immer da wäre. Also vollkommen ineffiziente Bewässerungsanlagen und so weiter und so fort. Wenn das Wasser einen Wert hätte, Wasserrechte, wir sprechen über CO2-Rechte. Ja? In der Schweiz gab es Wasserrechte im Mittelalter, im Wallis. Ja? Da hatte jeder Bauer hatte ein Recht, der musste dafür bezahlen. Meistens hat er gezahlt durch seine persönliche Arbeit. Ja? Und dann hatte er ein Recht für das Wasser, für so und so viele Stunden auf sein Feld das Wasser zu bringen. Ja? Die Wasserrechte. Oder er konnte dieses Wasserrecht an andere verkaufen. In Oman gibt es ein System, 4000 Jahre alt, ja? Das auch diese Wasserrechte hat. Wir könnten ein System finden über Wasserrechte, wo ich dieses Recht verkaufen kann, das kann ich verhandeln und so weiter, so ähnlich wie die CO2. Also es gibt Lösungen für diese Probleme. Ja? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang genveränderte Pflanzen? Also wie stark setzen Sie auch im Sinne auch wieder der Innovation auf eben diese Art von Pflanzen, die dann eben weniger Wasser zum Beispiel brauchen? Also ich bin davon überzeugt, ich möchte noch mal eines sagen, weil wir da immer mit der Gentechnologie in Zusammenhang gebracht werden. Für Nestle ist es für uns vollkommen gleich. Wir sind nicht in der Gentechnologie, ob wir jetzt gentechnologische oder nicht gentechnologische Produkte haben. Wir haben in der Beziehung überhaupt kein Interesse. Ja? Wenn ich über Gentechnologie spreche, dann spreche ich über die Lösung von größeren Problemen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Problem des Wassers auch zu einem verstärkten Einsatz von Gentechnologie führen wird. Weil sie einfach auf gewissen Pflanzen oder in gewissen Regionen oder in gewissen Wasservorräten, die zum Beispiel etwas übersauert sind oder so weiter, können sie mit Gentechnologie Pflanzen haben, die mit weniger Wasser oder mit eher versauertem Wasser auskommen, die eine Pflanze, so wie sie heute ist, noch nicht auskommen kann. Also ich glaube, dass auch dort die Gentechnologie zum Einsatz kommen wird. Ich habe da keine Frage. Beim Energiesparen redet man, wenn man darüber redet, Energie zu sparen, redet man auch über Konsumverzicht als ein möglicher Weg oder Teilweg. Oder könnte man sich auch einen Konsumverzicht vorstellen im Sinne, also ganz konkret. Ein Kilo Kaffeepulver habe ich gelesen, dahinter stehen 20.000 Liter Wasser, oder? Zur Herstellung, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass man auch den Konsumenten sagen könnte, was einzelne Produkte, wie viel Wasser hinter einzelnen Produkten stehen würde. Also eine Warendeklaration, oder dann bei Nestle steht hier, sind 20.000 Liter Wasser dahinter. Könnten Sie sich das vorstellen? Könnte das überhaupt einen Effekt haben? Das kann ich mir vorstellen. Zum Beispiel, dann würden Sie eines sehen, dass wenn Sie Wasser sparen wollen, Sie mehr Wasser trinken sollten. Das müssen Sie kurz auflösen. Sehen Sie, wenn wir einen Liter Wasser verkaufen, ja, dann brauchen wir 1,86 Liter Wasser, um dieses eine Liter Mineralwasser zu produzieren. Also Sie reden von den Wassern, die Nestle, die Wasserrechte hat und Wasser verkauft. Vittel und alle diese Wasser, okay, die sie verkaufen. Ja. Also wir brauchen 1,86 und wir kriegen das jedes Jahr etwas runter, weil sie eben Wasser brauchen, um die Maschinen zu sauber zu halten und so weiter und so fort. Okay? Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel eine Cola trinken, ja, dann brauchen Sie zwischen 3 und 4 Liter Wasser, um die gleiche Menge an Getränk herzustellen. Und wenn Sie ein Bier trinken wollen, dann brauchen Sie 6 bis 8 Liter Wasser, um 1 Liter Bier herzustellen. Ja? Und da habe ich jetzt noch nicht das Wasser gerechnet, das Sie brauchen für den Hopfen und für den Hirsen, sondern nur für die Herstellung. Okay.
Ja? Das heißt, wenn Sie wirklich Wasser sparen wollen, trinken Sie Wasser. Also das ist ein guter Werbespot für Ihre Wasser. Ich würde jetzt sagen, wenn Sie wirklich Wasser sparen wollen, dann trinken Sie Hahnenwasser. Ja, das ist ja bei uns das Beste. Ich habe damit kein Problem. Absolut kein Problem. Ja? Aber ich würde es wahrscheinlich Ihnen nicht anraten, überall auf der Welt zu tun. Das ist klar, aber ausgerechnet dort, wo man es nicht tun kann, kann man sich diese Wasser nicht leisten, die Sie verkaufen, oder? Nein, das ist nicht wahr. Ich meine, wir haben ja, Sie dürfen eins nicht vergessen, ein Großteil unseres Wassers ist zum Beispiel Belieferung von den großen Wasserflaschen in den Coolers für die Haushälter und so weiter und so fort. Und das ist für die Leute die Möglichkeit, um absolut sicher zu sein, ein sicheres Produkt zu bekommen. Also es ist nicht alles, wir verkaufen ja nicht nur Perrier. Ich meine, ich habe immer gesagt, Perrier und Vittel, das sind so die Champagnes. Ja? Mhm. Also Sie können natürlich auch sagen, keiner sollte das Recht haben, ein Dom Pérignon trinken. Ja. Ja? Das können wir auch sagen. Aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist für die Zukunft von der Menschheit. Also ich glaube, das ist eher dort, dass wir lernen, mit unseren Rohmaterialien besser umzugehen, verantwortlicher umzugehen und vor allem, dass wir lernen, mit der Energie besser umzugehen. Also das ist da. Herr Brauweg, wir haben hinten im Studio extra einen Berg aufgehängt, das Matterhorn. Sie sind Bergsteiger, wir haben das schon erwähnt. Früher, wenn man zu Berg gegangen ist, gewisse Leute, die das heute noch so tun, hat man im Rucksack einen Landjäger mitgenommen. Ja. Es gibt unterdessen den Calciumriegel, den Magnesiumriegel, das Instantgetränk, das einem sofort wieder Kraft wird. Da ist Nestle ja sehr führend. Also bei diesem Gesundheitsnahrung oder Nutrition, Functional Food, das sind alles so Begriffe. Verändert sich da grundsätzlich unser Verhältnis zur Nahrung mit diesen neuen Nahrungsmitteln, die eben eher zweckorientiert sind und nicht mehr, sage ich jetzt mal, eine gewisse sinnliche Komponente hatte? Also wissen Sie, wir haben natürlich im Deutschen haben wir einen riesigen Vorteil, weil wir im Deutschen die Produkte nennen, so wie sie sind. Mhm. Sie nennen sie Nahrungsmittel, als Österreicher würde ich sagen Lebensmittel. Mhm. Ja? Das heißt eigentlich, dass sie per Definition Funktionen haben. Sie sind Mittel zum Leben. Functional Food. Ja? Also das Wort sagt ja schon, dass das sind Mittel zum Leben. Ohne diese Mittel würden wir nicht leben. Fullstop. Okay, ganz einfach. Ja? Also jedes Lebensmittel ist ein Functional Food, weil es ein Mittel zum Leben ist. Okay, das ist einmal der erste Punkt. Das ist wichtig. Also wir essen ja nicht nur, um einfach das Pläsier zu haben, sondern wir essen, weil wir essen müssen, ansonsten würden wir nicht leben. Ja, das ist einmal der erste Punkt. Jetzt, in der Vergangenheit waren wir sehr empirisch auf der Lebensmittelseite. Das heißt, wir wussten aus Erfahrung, und zwar aus, würde ich sagen, manchmal schlechter Erfahrung, dass wir bedingte Produkte nicht essen sollen. Ja? Ob das jetzt die Beeren sind oder ob gewisse oder Schwämme sind und Pilze sind, da wissen wir, lassen wir lieber die Hände von denen, weil sonst sterben wir. Also wir haben gelernt, empirisch gelernt, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Und die Schweiz hat uns einen für mich der genialsten Pharmazeuten gegeben, das ist Paracelsus. Weil Paracelsus hat zu dieser empirischen Erfahrung anschließend eine andere Erfahrung gebraucht und das war die Menge. Nicht? Er hat gesagt, alles kann Gift sein. Wenn es zu viel konsumiert wird. Wenn es zu viel wird. Oh, alles kann gut sein, wenn es in der richtigen Menge ist. Das ist unsere Vergangenheit. Heute sind wir in einer Lage, wo wir diese Lebensmittel wissenschaftlicher anschauen. Ja? Und da gehen wir auf der einen Seite hin zur Genomics. Also wir sprechen jetzt vom Inhalt und Inhaltsübertragung. Wir sprechen auf der anderen Seite von der Proteik, also wir sprechen über die Struktur. Wir sprechen über Metabolismus, sehr, sehr wichtiger Punkt. Was gut für Sie ist, ist nicht gut für mich, ja? Weil unser Metabolismus ist ganz anders. Und wir haben natürlich heute einen ganz anderen Bezug zu diesen Lebensmitteln, weil wir versuchen, ich sage nicht immer, wir verstehen alles, aber wir versuchen diese Lebensmittel jetzt durch diese
verschiedenen Aspekte zu analysieren und zu sehen, wie die positiv oder negativ auf uns reagieren. Es geht ja sehr weit, also es geht ja Richtung auch medizinische Ernährung. Also es gibt für Alzheimer oder zum Schutz gegen Alzheimer beispielsweise Forschungsprojekte, dass man da auch durch die Nahrung etwas erreichen soll. Wo ist dann die Grenze eigentlich zum, ich sage jetzt mal, zum Medikament? Meiner Meinung nach, die Grenze ist ziemlich klar geführt. Die Grenze ist, dass bis heute die Ernährung kein Medikament ist und auch nicht werden wird, aber eine gute Ernährung eine Präventivrolle spielen kann, um zu verhindern, dass wir dieses bekommen. Ich meine, wir hatten voriges Jahr hier in der Schweiz eines größten Seminarien über Ernährung und das Gehirn. Ja? Und da waren 3 Nobelpreisträger und die Wissenschaftler von der ganzen Welt. Und nach diesen 3 Tagen von Diskussion war es ganz klar, dass Ernährung und Gehirn eine sehr große Verbindung steht. Ja? Sie sehen, das fängt schon einmal an, auch bei den Kleinkindern. Eine gute Ernährung wird das Gehirn besser entwickelt wie eine schlechte Ernährung. Ja? Was wahrscheinlich eine der größten sozialen Ungleichheiten auf der Welt ist, dass die Kinder, die nicht eine gute Ernährung haben, eigentlich gehandicapt sind für den Rest ihres Lebens. Ja? Aber es hat sich auch gezeigt, dass eine gute Ernährung zum Beispiel am Ende ihres Lebens zu einer verschiedenen Alterung führen kann. Ja? Wir werden alle älter, das ist keine Frage. Die Frage ist nur, wie schnell ihre kognitiven Fähigkeiten zurückgehen. Und mit einer guten Ernährung können Sie diese Veralterung des Gehirns beschleunigen oder verlangsamen. Ja? Und aus diesem Spektrum, weiten Spektrum heraus, ja, haben Sie natürlich Möglichkeiten, mit der Ernährung präventiv positiv einzugreifen. Und wenn Sie Alzheimer nennen, dann sind wir heute in der Lage, auf dem Tierbereich den Claim zu machen, dass wir für einen Hund zum Beispiel, wenn Sie ihm einen unserer Produkte geben, wir nachweisen können, klinisch nachweisen können, dass das präventiv gegen Alzheimer beim Hund wirkt. Wir versuchen das jetzt auf den Menschen zu bringen. Das wird wahrscheinlich zwischen 6 und 8 Jahre dauern, weil wir hier durch die ganzen klinischen Trials gehen müssen und so weiter und so fort. Also in der Beziehung ist die Linie, würde ich sagen, präventiv Ernährung. Wenn Sie einmal Krebs haben, dann werden Sie wahrscheinlich mit der Nutrition nicht mehr den Krebs wegbringen. Aber was Sie mit der Nutrition machen können, ist, dass Sie die Side-Effects, die Sie haben bei der Chemotherapie und so weiter, zumindest lindern können. Und für Sie, Frau Nestle, um es ganz kurz zum Schluss zu machen, ist das nun der große Zukunftsmarkt, der Sie auch etwas aus dem Problem bringt, dass gewissermaßen die normalen Lebensmittelmärkte gesättigt sind? Ist das richtig? Also ich möchte noch einmal sagen, die normalen Lebensmittelmärkte sind nicht gesättigt, weil sie ja neu 2,5 Milliarden neue Menschen. Aber in Europa meine ich jetzt beispielsweise. Gut, Europa. Oder in Amerika. In Europa müssen sie Werte schaffen. Sie können nicht Mengen mehr verkaufen, sondern Sie müssen höheren Wert schaffen. Und das ist der gesundheitliche Zusatz. Und wie können Sie höheren Wert schaffen, ist, wenn Sie eben dadurch dem Konsumenten helfen, ein besseres Leben zu haben, präventiv. Und das gibt Möglichkeit zur erhöhten Wertschöpfung. Und das ist das, was wir mit Nestle gemacht haben. Wir haben Nestle eigentlich in den letzten Jahren von einer Lebensmittelfirma zu einer Nutrition-, Gesundheits- und Wellnessfirma umgestellt. Und das war natürlich eine große strategische Umstellung. Ganz zum Schluss gehen wir in eine Zeit, wo im Restaurant dann gefragt nicht mehr, Herr Brabeck, was möchten Sie essen, sondern was möchten Sie bewirken mit Essen, und entsprechend wird Ihr Menü zusammengestellt. Also Sie können sich das natürlich schon so etwas vorstellen. Ich meine, Sie können sagen, also Sie kommen wieder zurück aufs Matterhorn. Sehen Sie, ich war auch und habe immer noch meine Wurst bei mir. Ja? Aber als ich da hier am Matterhorn war und nach der Schulter dann die letzten 200 Höhenmeter, dann habe ich eben ein Bauerpaar genommen, ein Bauerpaar-Shell, weil dieses Produkt speziell für diesen
extremen Anspruch in gewissem Moment formuliert ist und daher das die beste Lösung ist. Mhm. Als ich dann wieder zurück auf der Hörnli-Hütte war, dann habe ich die Wurst ausgepackt und mit einem guten Schweizer Käse das dann degustiert. Dann das ist der Unterschied. Sehr schön. Herr Warbeck, unser Gespräch ist, die Zeit ist leider abgelaufen. Wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Entschuldigung, danken wir ebenfalls für Ihr Interesse. Das war NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Unser Gast war heute Peter Brabeck, Verwaltungsratspräsident und noch Konzernchef von Nestle. Den Posten des CEO wird er im April an seinen Nachfolger abgeben. Sie können unsere Sendung übrigens auch hören und sehen auf Internet unter www.nzz.ch. Es wäre schön, Sie wären in 3 Wochen wieder dabei, wenn wir unseren nächsten Gast hier empfangen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.